Am 17.10.2018 durften wir Thilo Merlin, Leiter New Technologies von der Firma ABB Automotion Products GmbH, als Gast an der Hochschule Karlsruhe begrüßen. Er referiert über das Thema "Mit Spannung erwartet: Energieversorgung für drahtlose Sensoren". Es folgt nun ein Zusammenschnitt der interessantesten Inhalte des Vortrags. Jetzt kommen wir zum Thema Energy Harvesting und für was braucht es das eigentlich? Als wir uns mit drahtloser Kommunikation zu beschäftigen, das ist so vielleicht jetzt 8 Jahre her, 10 Jahre her, da fängt man ja immer, wenn man mit was Neuem anfängt, ist man ja in so einer Euphorie und sagt, ach, kein Kurzschluss mehr, kein Wackelkontakt, kein Drahtbruch, toll. Kommunikationstechnisch ist es so, dass viele Schwierigkeiten in Automatisierungsanlagen, in normalen konventionell bedrahteten, kommen durch elektromagnetische Störungen, also Potentialunterschiede. Ich habe große Motoren, also große Leistungen werden transportiert. Wenn Schirme nicht, also Leitungsschirme nicht korrekt aufgelegt werden, dann ist das immer ein Grund für Ärgernis. Und wenn ich jetzt drahtlos übertrage, bin ich per se erstmal galvanisch getrennt. Und ich habe diese Schwierigkeiten nicht mit Potentialunterschieden. Tja, das war unsere Herangehensweise. Keine Kabel, keine Probleme. Und was wir dann halt feststellen mussten, relativ schnell, das erste war eine Annahme, das ist ein Fakt, wenn ich keine Kabel mehr habe, dann habe ich auch auf einmal keine Versorgung mehr von dem Feldgerät. Und das ist ein echtes Problem. Da greift man in der Regel als erstes mal zur Batterie. Was kennzeichnend ist für eine Batterie? Sie hat eine begrenzte Lebensdauer und ich kann aber, ich habe hier mal in Anführungsstrichen geschrieben, unbegrenzt Leistung rausholen. Komplementär dazu, zu der Batterie Energy Harvesting, da habe ich es in der Regel mit begrenzter Leistung zu tun. Das heißt, ich habe irgendeinen Generator, sei es mechanisch, sei es elektromagnetisch oder eben hier thermisch, was wir gleich sehen werden. Und da kann ich nicht plötzlich mehr Energie rausholen. Der hat eben seine begrenzte Kapazität oder Leistungsfähigkeit. Dafür ist er aber unendlich in der Lebensdauer. Gut, beides zusammen, also diese komplementären Dinger, die haben wir zusammengebracht mit einem Powermanagement. Das heißt, in dem Gerät, ich habe auch eins mitgebracht zum Angucken nachher, in dem Gerät versucht man möglichst viel vom Harvesting zu leben und möglichst wenig von der Batterie. Dann muss man aber auch noch bei der Entwicklung von solchen Geräten auf den Energieverbrauch schauen. Ein drahtloses Gerät, also Wireless Hard, das ist jetzt nun mal der Standard, der Funkstandard, den wir hier da verwendet haben, das kommt ungefähr mit dem Faktor 20 weniger in Stromverbrauch aus. Und damit erreiche ich dann Batterielebensdauer von 5 Jahren, 8 Jahren, 10 Jahren. Und das ist so etwas, 5 Jahre ist üblicherweise eine Batterielebensdauer, die ein Markt oder die dieser Markt akzeptiert. Es gibt Prozessoren, die wirklich auf geringsten Stromverbrauch hin optimiert sind. Das heißt, im Handbuch ist angegeben, welcher Assemblerbefehl wie viel Energie verbraucht oder kostet. Und ein Compiler kann dann eben in dem Sinne den Stromverbrauch oder die Batterielebensdauer optimieren. Also grundsätzlich ist der Ansatz, ich zapfe eine Energiequelle an, die sowieso da ist. Und diese Energie, wenn ich sie nicht nehme, dann verpufft sie. Jetzt zu dieser Energiequelle oder zu diesem Harvesting, den wir uns ausgesucht haben. Wie gesagt, ich komme aus der Temperaturtechnik und da gibt es schon einen Sensor, den man schon seit über 100 Jahren einsetzt, ein Thermoelement. Der Herr Peltier hat das herausgefunden, dass wenn man diese Metallkombination oder diese Paare unterschiedlichen Temperaturen aussetzt, dann geben die eine Spannung ab. Oh Wunder. Und diese Spannung misst man und kann darüber auf die Temperatur schließen, wenn man die Materialien kennt und die Kennlinie dazu. Der Trick in der ganzen Konstruktion besteht jetzt darin, hier oben möglichst was Warmes hinzukriegen oder von unten, ne, kann die natürlich auch rumdrehen, oder von der anderen Seite was Kaltes. Und es entsteht dann ein Temperaturfluss hier durch, von der warmen zur kalten Seite. Und wichtig ist, dass dieser Temperaturfluss möglichst nur durch diesen thermoelektrischen Generator durchgeht. Das ist die Herausforderung mechanisch, also die Herausforderung von der Elektronik haben wir schon gehabt, niedrigster Stromverbrauch. Und von der Mechanik sind sie quasi
in dem äußeren Design, also wie kriege ich das hin, dass möglichst die Energie oder der Wärmefluss durch diese Thermogeneratoren geht. Und wie das Ganze hier im Detail aussieht, ist mal hier dargestellt. So ein Thermometer an sich, das sieht hier so aus, also wenn man das hier oben sich einfach mal wegdenkt, das Ding hier unten heißt Schutzrohr. Das wird also in ein Rohr, wo das Prozessmedium drin ist, reingeschweißt und da steckt ein Messeinsatz drin. Den sieht man hier auch so ein bisschen grau in grau. Und das Ziel von dem Energy Harvesting ist, dass man sagt, komm, installier das Gerät, sorge für die entsprechenden Prozessbedingungen in der Anlage und dann hast du eigentlich keine Sorge mehr über Batterielebensdauer, weil die Energie, die aus dem Harvester herauskommt, ausreichend groß ist, um auch unter allen Bedingungen eine entsprechende Entlastung zu bringen. Also das ist jetzt eine tatsächliche Messung mit einem von diesen Geräten. Und was wir hier in der grünen Linie sehen, ist der Anteil von dem gesamten Stromverbrauch vom Gerät, der über diesen Harvester erzeugt. Wenn diese Temperaturdifferenz langsam steigt, das Maximum ist hier hinten bei, was weiß ich, 45 Grad, 30 Grad, annähernd 30 Grad, dann erzeugt der immerhin schon, sorgt er für 80% Energiebedarf des Gerätes. Das heißt, nur noch 20% in diesem Betriebsfall hier, wenn ich also hier diese 25, 28 Grad Temperaturdifferenz habe, geht meine Batterielebensdauer um den Faktor 5 nach oben. Danke.